Jetzt sind wir im Kastorhof und hinter mir der Kastorbrunnen mit der Inschrift, die der eine Franzose und der andere Franzose da drauf geschrieben waren. Und das ist ja nur wirklich eine Geschichte. Der eine hat sich gefreut, dass die Franzosen nach Russland marschiert sind und der andere hat sich gefreut, dass sie dort das Wrack gekauft haben und hat dann 2 Jahre später seine Inschrift hinterlassen, der russische Stadtkommandant, der auch ein Franzose war. Hey, der Kasterplatz natürlich von der Kasterkirche dominiert. Die Kasterkirche, die älteste von denen, die noch stehen. Kirche, die man in Koblenz hat. Erster Altar war ja 836. Vor ein paar Jahren, 1991, zur Basilika Minua hoben. Und über dem Kirchentor sehen wir auch das neue Basilika-Wappen. Vorher das alte haben sie weggemacht. Jetzt ist ein neues Basilika-Wappen da. Hey, der Platz war früher bebaut, na, da muss es sein. So, da war die Schule, da war die Volksschule für Junge und die Mittelschule war da. Und hin auf der anderen Seite, da war die Volksschule für Mädchen. Aber ich kenne das hier nur als Trümmerfeld und hier der herrliche Blumenhof. Und genau da vorne an der Mauer, wo die Grabsteine stehen, da war früher ein Fliederbaum. Und da haben wir immer unsere Flieder geklaut zu, für den Muttertag und so was, wenn das gepasst hat. Und das ist leider jetzt auch bei der Buga ist der schöne Fliederbaum auch flöte gegangen. Aber dafür haben wir viel anderes auch auf den Platz zurückgekriegt. Der Kastorplatz ist jetzt ein sehr, sehr schöner Platz.